glaube, ich lasse das gleich. Was für ein Fail, gleich schon im ersten Part. Trag es doch, Mensch. Warum? So, damit starten wir mein neues Projekt, Zelda, The Wind Waker. Ja, ich freue mich schon sehr auf dieses Projekt. Es ist mein erstes Projekt mit dem Grabber und ich hoffe, er nimmt natürlich super auf, ohne irgendwelche Störungen. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Projekt. So, das ist der Speicherstand meiner Ma, die aber nicht weitergespielt hat. Wir beginnen natürlich ein neues Projekt und starten. Ich heiße mal wieder Mario. Ich hab aber ganz gern kleinen Buchstaben noch. So. Mario. Okay. Und damit beginnt es. Juhu! Dies ist eine der vielen Sagen und Legenden, die sich die Menschen überliefern. Es war einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Königreich, von dem man sagte, die Kräfte der Götter würden in ihm ruhen. Dieses Land war gesegnet mit der Frische, lebendigen Grüns und idyllischer Natur. Aber das Böse hatte seine Augen darauf gerichtet und raubte die Kräfte der Götter. Durch diese dunklen Mächte wurde das Königreich in die Finsternis gestürzt. Doch als es so aussah, als wäre das Ende gekommen, tauchte plötzlich ein Jüngling, gewandet im Grün der Wiesen, aus dem Nichts auf. Der Jüngling schwang sein heiliges Schwert und bannte damit das Böse. Das Licht der Hoffnung erleuchtete das Königreich wieder. Das Volk nannte den Jüngling, der die Grenzen der Zeit überwunden hatte, den Helden der Zeit und überlieferte seine Geschichte. Generationen vergingen und seine Abenteuer warfen sich mit der Zeit den Mantel der Legende über. Doch dann wurde das Königreich erneut in den Sog der Tragödie gezogen. Das Böse, das der Jüngling vermeintlich gebannt zu haben schien, kroch einmal mehr aus den Eingeweiden der Erde hervor. Das Volk des Königreiches glaubte fest daran, dass der Held der Zeit zurückkommen würde. Doch kehrte er nie wieder. Hilflos standen die Menschen dem Bösen gegenüber. Ihnen blieben nur ihre Gebete. Schließlich blieb ihnen kein anderer Ausweg, als ihr Schicksal in die Hände der Götter zu legen. Was danach aus dem Königreich wurde, davon weiß heute niemand mehr zu berichten. Die Erinnerungen an das Königreich mögen verblassen, aber die Legende wird vom Wind getragen und ist noch nicht vergessen. Es gibt eine Insel, auf der es braucht ist, einen Jungen ein grünes Gewand zu überreichen, so er ein bestimmtes Alter erreicht. Der Wind, der über das Grün der Wiesen streicht, erfüllt sein Herz und wie ein Wirbel schwingt er sein Schwert gegen das Dunkel. Der Wunsch, dass er so wird wie der Held aus der Legende, voller Mut und Tatendrang, liegt wohl diesem Brauch zugrunde.
Und damit ist das kleine Intro schon beendet und wir sehen die Insel Präludien, die Anfangsinsel unseres Helden. Also von mir. Da ist auch meine Schwester, um das mal ein bisschen zu spoilern, die mich ruft, Mario! Mario! Und da bin ich am Schlafen. Ha, Mario. Ach. Mensch, warum weckt mich die dumme Kuh jetzt? Ha, wo ist sie denn jetzt hin? Da bist du ja. Ich könnte mir auch von hier oben aus den ganzen Tag lang das Meer anschauen. Du, Mario, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Hä? Du bist noch ein bisschen verschlafen, habe ich recht? Hast du das etwa vergessen? Heute ist dein Geburtstag. Darum wartet Oma auch schon ganz ungeduldig darauf, dass du endlich nach Hause kommst. Gut, dass ich dich gefunden habe. Mario, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht so lange warten. Ja, ja, ja. Und damit können wir uns endlich bewegen. Und bewegen uns einfach mal hinunter. Drehen uns um. Und laufen etwas dort entlang. Das ist die schöne Insel. Ja, ich werde dieses Projekt versuchen, etwas mehr zu sammeln. Also ich werde nicht wie bei Ocarina of Time gar nicht sammeln, sondern werde schon so ein bisschen ein paar Sachen sammeln. Ich werde es aber nicht 100% durchspielen. Das ist einfach zu lange und zu anstrengend und ja. Deshalb, das mache ich nicht. Und dann können wir auch schon los. Wir könnten vorher jedoch noch eine kleine Aufgabe erledigen. Nämlich ein paar Schweinchen zu sammeln. Wie zum Beispiel dieses schwarze hier. Na, du dumme Sau. Na, komm schon. Na, also. Da ist das Schweinchen. Das bringen wir oben zu der Frau, die ihr gleich sehen werdet. Oh nein, was macht ihr denn da? Mario, halte doch mal L gedrückt und sprich mich dann durch das Drücken von A an. Versuch es. Nein, du hast mein Schwein verjagt. Och, heb's doch auf, Link. Heb es doch auf. Also wirklich. Link. So, jetzt stört mich hoffentlich keiner mehr. Und ich kann endlich das Schwein abgeben. Das wirft man hier einfach hinein. Und redet mit dieser Frau. Oh nein, wie nett! Du hast dir also extra die Mühe gemacht, mir dieses süße Ferkel zu bringen. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Ich muss gestehen, ich hatte sowieso Schweine im Sinn, als ich dieses Gehege gebaut habe. Die Kinder werden völlig begeistert sein. Streck deine Hand aus, Mario. Ein kleines Dankeschön für dich. Ich hoffe, du freust dich. Und juhu, ein roter Rubin. Und er ist so viel wert wie 20 grüne Rubine. Ach, wenn du noch mehr so süße Ferkel findest, dann bring sie mir bitte. Je mehr, desto besser. Ja, und es gibt hier noch zwei weitere Ferkel. Oder ich weiß gar nicht, zwei oder drei weitere Ferkel. Die ich natürlich auch gleich einsammeln werde. So dumme Sau, ey. Dann holen wir uns erst das komplett pinke. Warum werfe ich es denn wieder weg? Oh. Dämliche Sau, ey. Und wortwörtlich meine ich das. Oh, Schweinchen, komm schon. Ich will mit der Story weitermachen.
Ach, du Sau, dumme Sau, ey. Schweinchen, los jetzt. Also, ja, das Schwein will nicht. Wie ihr seht. Ich glaube, ich lasse das gleich. Was für ein Fail, gleich schon im ersten Part. Trag es doch, Mensch. Warum? Na los, jetzt. Los, trag es. Na also. Oh. So, du kommst jetzt mit, du dumme Sau, ey. Da ist dieses Trug-Dingsbums-Vibe. Und wir schmeißen auch das Schwein hier hinein. So. Und reden nochmal mit ihr. Ach, hast du mir wieder ein Ferkel gebracht? Wunderbar, jetzt fühlt sich das andere bestimmt nicht mehr so einsam im Gehege. Vielen Dank, dass du uns wieder zu einem neuen süßen Familienmitglied verholfen hast. Ach, hier, ein kleines Dankeschön für dich. Und noch einmal 20 Rubine. Also das nennt man doch mal wirklich schönes Arbeiten. Wenn du noch ein streunendes Ferkel findest, dann weißt du ja, wo du es hinbringen kannst. Aha. Ja. So, das nächste Ferkel ist, glaube ich, auf der anderen Seite. Nämlich hier irgendwo. Irgendwo hier. Müsste es herumlaufen. Oder? Ne, da. So, da ist das letzte Ferkel. Wie vermeine ich, dass es das letzte Ferkel ist? So. Ich meine zwar noch ein großes Ferkel in Erinnerung zu haben, aber ich glaube, das ist hier noch gar nicht. Von daher nehmen wir erstmal nur das. Und dann machen wir weiter mit der Story. Und ja. Kleines Ferkel. Spider-Schwein, Spider-Schwein. Kann alles tun, was ein Spider-Schwein so kann. Oder wie es auch immer ging von den Simpsons. Ich hoffe, die Qualität geht von dem Aufnahmen. Ich hatte ja schon mal einen Test einlaufen lassen. Auf YouTube. Und ich hoffe, es geht natürlich. Wie wunderbar, der kleine Fratz, den du mir dieses Mal bringst, ist aber auch allerliebst. Jetzt geht es in unserem Gehege aber schon ganz schön rund, was? Vielen, vielen Dank. Also dann, diese Belohnung hast du dir wirklich redlich verdient. Alles Gute zum Geburtstag, Mario. Und nochmal 20 Rubine, ja. Ach, ich muss mir wirklich ein paar Namen ausdenken. Und damit haben wir es geschafft. Damit waren alle Schweinchen jetzt bei ihr. Sind alle bei ihr. Und wir gehen zu unserer Oma. Hallo. Klopf, klopf, klopf. Wo ist sie denn? Wir gehen mal hoch. Ach, da ist sie ja. Ah, Mario, ich habe auf dich gewartet. Mario, probier doch mal das hier an. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Kaum zu glauben, dass du schon in dem Alter bist, um dieses Gewand zu tragen. Da, 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 da. Und wir sehen wahnsinnig glücklich aus und haben das Heldengewand erhalten. Sieht sehr warm und gemütlich aus. Oma, ey, sowas will ich doch nicht tragen. Jetzt schau doch nicht so. Schlüpf rein. Naja, und wie wir mit dem Gewand aussehen, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein erster Part zu The Legend of Zelda The Wind Waker. Wenn ja, Daumen hoch. Ihr wisst ja, ich freue mich darüber immer. Ich freue mich auch sehr über Kommentare. Habe ich auch schon öfter geschrieben. Und ja, von daher hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und ein episches Abenteuer beginnt. Bye, 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 bye. Ciao.